Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind jetzt im zweiten Part und müssen uns nun mit Zelda treffen, denn die Vogelreiter-Zeremonie steht an. Und davor wollten wir uns eigentlich noch mit ihr treffen. Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, ich kann nicht singen, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Ich weiß, das klang schrecklich. Guten Morgen, Link. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Link? Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen? Nein, gar nicht. Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eins spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörpere ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Link. Das steht mir doch, oder? Voll und ganz. Du siehst super süß damit aus. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Link. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater. Link ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du, alter Langschläfer, hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Das ist auch der Direktor der Ritterschule. Und gleichzeitig Zeldas Vater. Wo wir von Anstrengen reden. Hör mal, Vater. Link hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Na, lass mich doch nicht so von ihr Hunde. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Ganz ruhig, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Link nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt dich bereits seit frühester Kindheit, also weißt auch du... Link und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns seinen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Link zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist karminrot, so selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Link, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes, damals, gleich, als Link und sein Wolkenvogel sich trafen? Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung und mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst, mein Liebes. Link scheint mega stolz auf seinen Vogel zu sein. Es ist ja auch kein Wunder, dass mein Link um seine Beziehung zu seinem Vogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. YouTuber! Du nimmst das zu leicht. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird Link... wird er kein Ritter werden. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so sehr auf. Immer wenn es um Link geht, bist du so... anders.
als ob du in ihn verliebt wärst. Hey! Link, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Hä? Was macht meine Tochter da? Jetzt komm schon, hierher. Was machst du denn? Zelda scheint sich wirklich darum zu bemühen, dass wir unsere Prüfung bestehen. Auf geht's, spring von der Plattform und rufe deinen Wolkenvogel, so wie immer. Die Zeremonie wird bald beginnen, da musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du bist einfach nur... Du wirst ihn nur drücken, Mann. Jetzt komm schon. Tu es nicht. Komm, auf. Link, los, los. Bis gleich. Holy shit. Sie hat Link umgebracht. Link, du musst nach unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Mein Vogel kommt nicht. Du hast ihn umgebracht, mein Liebes. Wie? Er kommt nicht? Nein! Sie hat Link tatsächlich umgebracht. Link, ich hab dich! Wo ist unser Vogel? Geht es euch gut? Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist, dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt. Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Link? Die Vogelretterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Link, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nur erstmal um meinen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir die Ritterprüfung gleich haben. Das ist wie wenn man zur Führerscheinprüfung antritt und das Auto nicht funktioniert. Oh, scheiße. Geht's jetzt schon los? Oh, ist jetzt schon so spät. Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Tyto organisiert. Link! Kannst du bitte zur Tüte gehen und dich mit ihm beratschlagen? Werde ich machen. Ich würde nämlich gern meinen Vogel haben. Vater, selbst wenn er zu Meister Tüte geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde eben ich mit ihm reden. Link, sag doch bitte Tüte, dass er in mein Büro kommen soll. Okay. Dann machen wir das mal. Dann schicken wir den Lehrer mal ins Büro. Boah, den Wolkenvogel. Der hat übelst Vollpower gegeben, dass er uns noch retten kann. Und es gibt eine ganz witzige Story zu dem Tutorial hier. Denn ursprünglich war es gar nicht geplant, das Tutorial mit Hilfe dieser Zeremonie zu gestalten. Ursprünglich wollte man nämlich Link einer Ritterprüfung unterziehen. Denn wir sind ja hier an einer Ritterschule. Und ursprünglich wollte man ihm drei Rivalen entgegenstellen, gegen die er dann bestehen muss. Hat sich dann allerdings dagegen entschieden und sich eben für diese Vogelreiterzeremonie entschieden. Warum? Das weiß niemand so genau. Sie waren einfach mit der Idee nicht so zufrieden. Eigentlich ist das ausschließlich natürlich meine Aufgabe. Und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Link? Du siehst so unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist weg. Oh, sorry. Ich habe es eben in der Schule. Ich habe nichts mitgekriegt. Kuku, weißt du über Vögel am besten Bescheid? Ich habe ihn unten gesehen. Geh doch mal runter. Okay. Anscheinend finden wir noch nicht so viele Leute, die uns helfen. So, der repariert immer noch das Tor. Dann gehe ich hier mal runter. Und ich nehme an, mit unten meint sie hier? Der Wolkenhort besteht nämlich aus vielen, vielen kleinen Inseln, die über Brücken miteinander verbunden sind. Das erste Design war ein großes Schloss, allerdings wer hätte das Schloss nicht einfach so dieses Dorffeeling rübergebracht, weshalb sich dann die Entwickler dazu entschieden haben, eben hier so viele verschiedene kleine Inseln zu erstellen, die alle mit Brücken verbunden sind und so weiter. Und ich muss sagen, ich bin von dieser Idee sehr begeistert. Und zu den Wolkenvögeln kann ich euch auch noch was erzählen, aber ich will jetzt nicht alle Fakten direkt am Anfang raushauen. Was ist das denn? Okay, mit dem kann ich gar nichts machen. Soll ich mir riskieren, hier runter zu... Holy shit. Aber dann verliere ich doch ein Herz, oder? Ich trau... Nee, mein Wolkenvogel ist noch nicht da. Ich werde jetzt sicherlich nicht runterhüpfen und meinen Wolkenvogel rufen. Da vorne ist eine versperrte Höhle? Was ist das?
Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht vor blutsaugenden Getier. Zutritt für Kinder strengstens verboten. Hey, ich bin kein Kind mehr. Trotzdem darf ich nicht rein. Und können wir schwimmen? Tatsächlich, wir können schon schwimmen. Super. Und da unten ist eine geheime Höhle. Und ich kann nicht schneller schwimmen als so. Das finde ich uncool. Ah, und tauchen? Kann ich tauchen? Nein, auch tauchen kann ich nicht. Da fehlt mir dann vielleicht noch das Item. Aber hier geht noch nichts. Hier ist jetzt übrigens mein Ausrüstungsmenü. Das habe ich im letzten Part gar nicht gezeigt. Wir haben hier verschiedenste Sachen. Das ist unsere Sammlung von Schätzen. Und hier haben wir wohl alles Mögliche, was wir sammeln können. Das hier sind 8 Kreise. Also schätze ich mal, steht das für die 8 Tempel. Hier unser Schwert. Herzteile. Das sind die Symbole für Kraft, Mut und Weisheit. Das hier ist, glaube ich... Moment. Ich glaube, das hier ist Kraft. Das hier ist Weisheit. Und das hier ist Mut. Das sind die 3 Göttinnen, die die Welt erschaffen haben. Hier unten haben wir noch Zeug. Und momentan haben wir nur die beiden Menüoptionen. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Werden wir dann schon sehen. Habe ich im letzten Part nicht gezeigt. Ich mach mal kurz Hilfe. Schwimmen, Wasser verlassen. Ja, okay. Mir wird noch keine Option zum Tauchen angeboten. Das kommt dann wahrscheinlich noch später. So, aber jetzt müssen wir erstmal jemanden suchen, der sich mit Vögeln auskennt. Verdammt. Ich kann doch nicht zur Prüfung gehen ohne meinen Vogel. Vor allem, weil ich auch noch den Special-Vogel habe. So, der Weg hier ist versperrt. Das heißt, da wird nichts für mich sein. Okay. Wo ist Coco? Hier kann man speichern. Und hier ist wahrscheinlich... Ah, hier ist der Platz. Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie noch etwas. Naja, diese Karminroten sind eben hart im Nehmen. Selten wie sie... Was? Was hat er mit meinem Vogel gemacht? Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Das ist übrigens der Beste der Schule, Bardo. Und das sind die 3 Rivalen, die sie mir in den Weg stellen wollten. Im ursprünglichen Tutorial. Hey, Link. Stehst du schon lange hier? Ja, stehe ich. Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du wirst dich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst dir wohl schon in die Hosen. Du wirst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, hab ich recht. Da bist du bei mir an der falschen Stelle, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich. Haha. Was sagst du? Dein rotes Flughühnchen lässt sich nicht blicken. Was da wohl passiert ist? Vielleicht hat es sich ja verflogen. Komm, wir dissen erstmal seine Frisur. Lass meine Haare aus dem Spiel. Ich habe die tollste Frisur im Wolkenhort. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Ach komm, jetzt verhalte ich doch nicht so kindisch. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser Reins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, ne? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Was? Oh, jetzt geht's Beef. Wer zieht hier was in den Dreck? Zelda, ich, Ja gut, hab ich gesagt, dass... das hab ich, aber... Bardo, hast du etwa schon wieder auf Link abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Link niedermachst? Oh, das sagt sie. Wie kommt es, dass du immer Link niedermachst? Ich weiß nicht. Was ist los? Raus damit. Ach, vergiss es. Ach, verdammt, ich dachte, sie hätte schon so eine Macht auf ihn, dass er erzählt, was los ist. Also dann, Link, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, doch nicht wieder auftaucht. Du Opfer. Keine Sorge, ich finde meinen roten Vogel und da mache ich euch fertig. Diese 3 Kerle. Vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Und es bleibt nur, nach ihm zu suchen. Link, ich werde dir helfen, von der Luft aus nach deinem Vogel zu suchen.
Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tütor. Sie werden wohl die Vogelreiterzeremonie verschieben, also keine Sorge. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Ich habe das Gefühl, Link wird hier an dieser Schule wirklich ein bisschen bevorzugt. Aber, naja, kann man nichts machen, ne? Wenn man halt so beliebt ist, dann ist man halt beliebt, ne? Okay, aber Bardo, der Beste der Schule, hat unseren Vogel versteckt. Und das geht gar nicht klar. Er hat einfach nur Angst, dass er verliert und wir noch mehr Aufmerksamkeit von Zelda bekommen, die er einfach in seinem Leben nicht bekommt, weil er so ein arroganter Sack ist. Aber da kann ich leider nicht, da kann ich ihm leider nicht helfen. Ist hier hinten was? Nein. Aber vielleicht kann ich von hier oben, von diesem Turm aus, vielleicht ein bisschen mehr erkennen. Ich habe gerade gesehen, dass ich... Jetzt lass mich mal an die Leiter ran! Dass ich da so springen kann. Da kann ich schneller die Leiter nach oben. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber spart Zeit. Aber auch von hier kann ich meinen Vogel nicht. Aber vielleicht, wenn ich mich hier jetzt mal umsehe. Umsehen war das hier, genau. Wo könnten sie meinen Vogel hingepackt haben? Es hieß... Ah! Vielleicht in der Höhle am Wasserfall. Weil es hieß, da kommen die so leicht nicht raus. Die Höhle am Wasserfall, da könnte ich mich vielleicht mal umsehen. Also, dort hinter müssen wir. Ich werde mal mein Bestes geben. Gibt es Fallschaden? Nein, es scheint keinen Fallschaden zu geben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich bin nämlich kein großer Fan von Fallschaden. Und ist das hier Kuko? Was ist los, Link? Was? Dein Vogel? Er ist weg? Oh nein. Ich hatte mich so darauf gefreut, deinen roten Vogel fliegen zu sehen. Tut mir leid, ich habe echt keinen Plan, aber hast du schon mit Kuko geredet? Wer zur Hölle ist Kuko, Mann? Den suche ich doch schon die ganze Zeit. Und diesen Herzblumen. Ah, und das sind sogar wirkliche Herzen. Ich dachte, es wären einfach nur Blumen, die halt einfach wie Herzen aussehen, aber ich kann die wirklich als Herzen einsammeln. Sehr, sehr cool. Hier haben wir ein Windrad, mit dem ich aber irgendwie nichts machen kann. Und wer zur Hölle ist Kuko? Oder wo ist Kuko? Warte mal, Link. Tust du mir einen Gefallen? Der Baum da. Kannst du mit Hilfe von A auf ihn zusprinten und eine Rollattacke machen? Renne auf den Baum zu und bewege das nun schon ruckartig, um zu rollen. Und rums. Komm, mach schon. Bitte, 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 bitte. Okay. Zack. Oh, das war zu früh, die Rolle. Bam. Gut gemacht. Da ist mein Wolkenhirschkäfer. Halt. Hey, und sogar ein blauer Rubin. Sehr cool. Dann sprinte ich auf den doch auch gleich mal zu. Und da gibt es nochmal 5 Rubine für mich. Super. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob es die Rollattacke überhaupt gibt. Aber ich kam nicht auf die Idee, den Nunchuk zu schütteln. Also, hier wird wirklich Gebrauch von der kompletten Wii-Fernbedienung mit all ihren Bewegungen gemacht. Finde ich nicht schlecht. Aber ich muss jetzt Kuko finden. Ansonsten bin ich am Arsch. Vorhin hieß es, er ist unten. Vielleicht ist er noch hier drin. Ich werde mich einfach mal umgucken. Irgendwo muss er sein und er kann mir helfen, meinen Vogel zu finden. So, jetzt sind wir hier wieder in der Ritterschule. Ich könnte nochmal aufs Klo gehen. Das werde ich jetzt mal unterlassen. Bist du Kuko? Ah nein, das ist sie. Wie? Wohin Bardo unterwegs war? Hat sie wieder was ausgefressen? Also ich habe nichts gesehen, aber Kuko, vielleicht weiß er was. Da fällt mir ein, er hat dich vorhin gesucht. Wahrscheinlich findest du ihn jetzt vor der Übungshalle. Aha. Und was ist jetzt hier genau die Übungshalle? Muss ich da... ich glaube, ich muss da die Treppe hoch. Na, ich werde mal die Treppe hochgehen. Das ist nämlich der einzige Ort, wo wir jetzt, glaube ich, noch nicht waren. Vielleicht kann ich ihn da oben finden. Kuko? Alles klar? Oder sind hier nur Zimmer? Mal auf die Karte schauen. Okay, mir sieht es hier nicht so nach Übungshalle aus. Da ist ein Bad. Und hinter uns war auch ein Raum, wo ich rein kann. Vielleicht werde ich erstmal da reingehen. Ist das die Übungshalle? Na, oh, das ist das Büro vom Direktor. Wo zur Hölle ist die Übungshalle, Mann? Ich kenne mich in meiner eigenen Ritterschule nicht aus. Hier geht's wieder raus. Wo ist die Übungshalle? Verdammt. Die muss doch irgendwo in dieser Ritterschule sein, oder? Hier ist auch nicht Kuko. Wer ist Kuko? Wo ist Kuko? Hey, da ist ein Käfer. Ah, kann ich da dagegen rollen?
Ja, tatsächlich. Und ich habe einen Wolkenhirschkäfer gefangen. Sie sind sehr beliebt bei den Kindern in der Wolkenhaut. Achtung, kneift gerne mit den Zangen. Und das ist der erste Schatz, den wir sammeln können. Cool. Wir haben einen davon. Aber immerhin besser als keiner, würde ich sagen. Kann ich auch eigentlich die Kisten kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Ich werde jetzt erstmal viel mit meiner Rollattacke hier rumprobieren. Oh, oh, hier hinten sieht schon deutlich mehr nach Übungsplatz aus. Bist du Kuko? Das scheint Kuko zu sein. Ja? Link, so ein Glück. Ich habe mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Gruß geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Oh, verzeih mir, Link. Ich wollte es dir schon früher sagen. Und dann hätte Bardo gesagt, dass es... Ja, dann hätte Bardo es bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuck schon aus. Also, ich habe... Als ich von den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszudecken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihr beim Wasserfall zu... Ich wusste es doch beim Wasserfall, ja? Ohne eure Hilfe hätte ich es auch rausgefunden. Der Wasserfall. Gib mir noch mal kurz deine Karte. Da muss es sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit dem X markiert. Da etwa? Alles klar. Da werde ich mal hingehen. Danke für den Tipp. Du weißt, wie die Karte funktioniert. Mit Plus machst du sie auf. Und dann, wenn dich verlaufen hat, zurück, machst du sie einfach auf. Oh, sorry. Ich bin so ein Feigling. Tut mir voll leid. Aha, Link. Am Wasserfall wurden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder sowas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Oho. Ich bekomme jetzt ein Schwert. Oh, und wurde mir nicht gerade der Bereich markiert, wo ich hin... Keine Ahnung. Aber wir sollen uns jetzt unser erstes Schwert holen. Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Hier ist sogar unser eigenes Zimmer hier. Da hat der Wolkenvogel seinen Kopf durchgesteckt, als er uns in Part 1 geweckt hat. Falls ihr den verpasst habt, schaut euch auf jeden Fall an. Ansonsten, ich meine, Zelda muss man einfach gesehen haben, ja. Beim nächsten Mal werden wir uns dann hier unser Schwert holen in der Übungshalle und dann unseren Vogel zurückholen und Bardo beweisen, dass wir trotzdem mitfliegen werden. Und dann werden wir ihm ordentlich den Hintern versohlen, weil wir ihn in der Vogelreiterzeremonie abziehen werden. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Part gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Haut rein.